Ja, sieht das hier unten wenigstens schon mal ein bisschen annehmlicher aus. Nee, also ich muss sagen, das war eine gute Entscheidung. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So. Jetzt müssen wir nur noch das Feld wieder neu bewirtschaften eben. Das dauert ja aber auch nicht so lange, sofern wir da die nötigen Materialien hätten. Was wir aber auch nicht haben. Irgendwie. So. Wieso hat sich das mit unseren Karotten und unseren Kartoffeln nicht gelohnt? Also, habe ich da was falsch gemacht oder bin ich einfach nur zu blöd, die beiden Dinger anzubauen? Ich verstehe das nicht. Derpy, herpy, derp. Nee, ehrlich, raff ich nicht. Die waren doch eigentlich ausgewachsen. Zumindest sah das so aus, als wären die Pflanzen ausgewachsen gewesen. Oh, hallo Manni, na? Also, naja, egal. So. Und irgendwie müssen wir uns denn hier auch mal mit der, glaube ich, mit der Beleuchtung was einfallen lassen. Denn hier spawnen ja immer andauernd irgendwelche Viecher drauf. Das gefällt mir gar nicht. Was aber eigentlich, wow, leck, eigentlich nicht sein kann, denn eigentlich spawnt nichts auf geflügtem Feld. Eigentlich. Aber wie ich gerade gesehen habe, so ein kleiner Schmetterling reicht da schon aus. Das ist Mist, ist das. Und ich kann jetzt hier nicht anfangen, die Zäune 2 hoch zu machen. Beziehungsweise dann letzten Endes als Zaunhöhe 3. Das, nee. Das sieht nicht schön aus. Das wäre ja auch nicht garantiert nicht machen hier. Andererseits, ich meine, die Ernte stimmt ja so im Großen und Ganzen noch. Zumindest von der Menge her. Außer bei den Karotten und bei den Kartoffeln. Aber, naja. Schwund ist überall, befürchte ich. So. Ja. Da, einmal hinsamen. So, dann sind wir auch gleich fertig. Hoffe ich. Weil ich habe keinen Bock mehr, mich hier im Kreis zu drehen und die rechte Maus das gedrückt zu. Ich will außerdem nur hoffen, dass ich das diesmal mit der Musiklautstärke vernünftig auf die Reihe gekriegt habe. Weil letztes Mal hatte ich das auf 20% und man hat es ja überhaupt nicht gehört im Video selber. Das hat mich so ein bisschen geärgert. So, und da ich auch öfters mal so ein bisschen am mit... Kommst du da mal runter? Na? Gehst du wohl weg? So, und da ich ja ab und an selber mal so ein bisschen am mitsummen sind. Also, da ich ja selber ab und an selber so am metzigen Summen bin. Ich hab den Satz schon wieder verkackt, kann das sein? man sei mir verziehen, wir haben schon spät in der Nacht. So. Da kommt nichts mehr Produktives bei raus. So. Na? Okay. Bam, badam, 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 bam, bam. So. Greifst du mich auch an? Nee, tust du nicht. Okay. Nee, aber du backst dir da eins zurecht, du blöde Blume. Okay. Dann. Du auch. Welche war das? Und ich weiß nicht wieso. Ist das ein Bug an Optifine oder? Oh. Naja, egal. So, die Samen kommen dahin. Dann. Was habe ich noch alles so Schönes? Redstone. Bam, 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 bam. Grasshopper? Nee, ist nicht. So. Nee, aber ich glaube, die Wassereimer, ich glaube, die behalte ich so auf Tasche. Die sind ja doch ab und an mal ganz praktisch. So. Was ich allerdings nicht so gerne auf Tasche behalten würde, wäre die Blume. Die Wolle, die kommt hier nebenbei auch rein. Das Schwarzpulver, das kommt hier hinten rein.
Steinchen. Beziehungsweise die Steintreppen, die kommen ja auf jeden Fall rein. So. Dam 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 da dam badam da dam dam da dam dam da dam da. Wer spielt? Hallo? Kann ich helfen? Nicht? Okay, gut. Dam dam da dam dam da 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 dam. Hm. So, was machen wir jetzt hier mit dem hier? Auf jeden Fall müssen wir das vergrößern. Ja, weil, nee. Vielleicht sollten wir den Weg hier dann auch sowieso drei breit machen. Befürchte ich fast so. Wer kam eigentlich auf die Idee, das hier so hohl zu lassen, ha? Okay, bei den Ausmaßen ist das wahrscheinlich auch besser. Aber trotzdem. Dann füttert man das halt mit irgendwas Bescheidenem. Ah, jetzt muss ich nämlich damit rumkämpfen, dass ich das hier... Irgendwie so habe ich denn nur die Steinziegel... Ach, komplett die verkehrten Rands weggepackt, ey. So. So. Das kommt da rein. Ich brauche das Getreide eigentlich eher nicht so. Pflastersteinchen könnte ich mal mitnehmen. So ein paar Steine nehme ich auch mit. So. Dann kann ich gleich noch ein Stack Elishas mitnehmen. Ich meine, Prostitution ist ja eigentlich nicht so gern gesehen, aber komm, egal. So. Dann hauen wir uns mal eben ganz kurz einen Schnitzel in den Kopf. Ja, lauf ruhig. Oh, du bist ja eine Maus, du bist ja gar keine Ratte. Dam, bam, 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 badam, badam, bam, boom. So, würde das reichen? Ich habe keine Ahnung, Mann. Das ist wieder so ein Ding, was mich schon ein bisschen ärgert. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier letzten Endes bauen soll. Ich habe zwar eine ungefähre Vorstellung mal gehabt davon, wie das aussehen soll, aber, tja, das war einmal. Damals in einem Land vor unserer Zeit und so. So, machen wir das jetzt so. Da muss ich das ja hier auch wieder zurückbauen. So. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich das hier einigermaßen symmetrisch gemacht. Hoffe ich. Wenn nicht, habe ich jetzt ein klitzekleines Problem. So. Dann das auch noch weg, weil da kommt dann gleich der Dings hin. Der Cobblestone kommt da hin. So. So. Dem badam badam babum. So. Würde das reichen? Ich weiß nicht. Wir können es mal probieren. Weil eigentlich bräuchten wir hier für die Größe des Gebäudes, was ja eigentlich gar kein richtiges Gebäude ist, einen riesen Vorplatz. Nur Jungs, da bin ich, Mädels, also da bin ich ehrlich gesagt nicht so wirklich bereit, den jetzt hier noch großartig hinzuzimmern. Weil ich auch keine Ahnung habe, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ich weiß nur, dass ich eigentlich hätte den Dings ein bisschen größer machen müssen. Oh, okay, und ich brauche Kiefernholz. Habe ich hier Kiefernholz noch? Nee, das ist alles Cobblestone. Was macht der ganze Cobblestone hier drüben? Na, ich habe ja auf jeden Fall noch eine Tür, das gefällt mir. So. Die Fackeln können wir mitnehmen. Aber ansonsten habe ich ja auch nichts wirklich Dolles bei. Auf jeden Fall die Tür, die setzen wir hier immer eben ein. So. Yay! Gebratene Chicken. Chicken! Chicken, Chicken. Chickes Chicken. Dam, ba, dam, ba, dam, dam. Hey, hey! Dam, 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 dam. Hm. Da könnte ich eigentlich gleich mal so auf die Ecke zwei Treppen setzen. Drei, vier, fünf. Okay, ich brauche ein paar mehr Treppen. Aber ich gehe erstmal ins Bett. So.
Jetzt. Ich brauche von den. Ich brauche die Stufen. Dann brauche ich Fichtenholz. Da habe ich Fichtenholz. Ich glaube zumindest, dass ich da Fichte verbaut hatte. Ich will's hoffen gerade. Nee, hallo? Ich will die Treppen dahin haben, danke. So. So. Wieso habe ich das allgemein hier so gebaut? Wie doof sieht denn das aus? Ha. Also manchmal mache ich wirklich Dinge, wo ich mich dann im Nachhinein frage. Kennt ihr das? Wenn man Dinge macht und sich wirklich im Nachhinein fragt, was hat mich denn da geritten? Das würde mich mal interessieren, oder ob es mir da wirklich alleine so geht. Weil ich meine, wenn es mir da alleine so geht, ja, pff, meine Güte, who cares? Allerdings, würde mich dann doch wirklich mal interessieren. Wieso habe ich das hier nicht symmetrisch gemacht, Mann? Ach, das sieht alles so mistig aus. Stört mich richtig. Bin ich ganz ehrlich. Also mein bestes Meisterwerk ist das hier unten definitiv nicht. So. Aber wenigstens der Abschluss da unten sieht gut aus. Na, du Schaf. Boah. Du machst erstmal einen Abflug. Ach, du bist ein Werwolf, ne? Tja, Magga. Ah, ich kann dir da jetzt gerade auch nicht so wirklich bei helfen. So. Mache ich das so? Ach, meine Güte. So. Dann lasse ich da doch nochmal eben... Weil ich meine, rein theoretisch, wenn ich das so mache... Nein, nicht so. Der Balken hängt da ja theoretisch drinne. So. Oder aber, ich setze das mit in die Decke rein. Dass es im Prinzip mit der Decke verbaut ist. Das wäre natürlich auch keine schlechte Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das werde ich auch so machen. Weil hier drüben haben wir alles in der Decke drin. Außerdem sieht das denn so aus, als würde es da oben drauf liegen. So. Ich habe zwar immer nach wie vor noch immer keine Idee, wie das hier letztendlich aussehen soll, aber ich hatte sie ja mal, wie gesagt. Aber es ist schon ein bisschen länger her, leider. Ungefähr, als ich hier mit dem Ranz angefangen habe. Da hatte ich eine Idee, wie das hier aussehen soll. Aber jetzt mittlerweile, ich habe keine Ahnung. Habt ihr sonst eine Idee, was wir hieraus machen könnten? Vor allem, ich meine, der Nutzen, der ist ja bei Minecraft sowieso ein bisschen, hinten reingestellt. Wollen wir es mal so sagen. So, ich will nichts sagen, allerdings, du musst leider weichen. Bist ein Werwolf. Ja. Wenn ich, meine, das mit den Mauern hier, ich meine, das sieht wirklich gut aus. Da muss ich Devi ja mal wirklich, ja, sagen, hat er mal eine gute Idee gehabt. Aber sonst, ein bisschen stören tut mich das ja. Alles hier. Und ich werde das hier so hinmachen. Schon allein, weil ich es kann. Nee, damit na! Immer wenn er irgendwo was aufs Maul kriegt, denke ich, aua. So. Und dann mache ich jetzt hier noch eben einen rüber. Denn... Nehehe, Mist. So und dann so. So. Ach Gott. Meine Fresse, was mache ich denn hier? So. Geht doch. Jetzt habe ich... Drei. Dann kommt hier wieder was hin. Dann 1, 2, 3. So, und dann tut es mir leid, aber dann müssen wir da oben nochmal ein paar Steinchen dran setzen. Hallo? Warum ist denn hier nichts? Wer baut denn hier sowas?
Kann man das nicht einmal vernünftig...